Hey Leute, willkommen zurück bei Elite Dangerous, immer noch im Sanus-System unterwegs bei Felicia Winters und wir krallen uns immer noch so ein paar Schiffchen. Leider hat es in der letzten Folge nicht mal mit der Orca geklappt. Mal schauen, ob die hier nochmal auftaucht im Supercruise, denn die ist dann einfach beim Interdikten. Ist was schief gegangen? Entweder der FSA-Unterbrecher hatte eine Fehlfunktion von unserem Schiff oder weiß nicht, was das gewesen sein kann, ob das ein Bug war oder so, keine Ahnung, es hat alles so extrem geruckelt und vibriert. Eine Igel, die sind öfter mal in den Wingen unterwegs, weil man Glück haben. Schild der Gerechtigkeit. Oh, Uni. Mahlzeit. Das ist ja einer von uns. Steht das bei uns auch da? Schild der Gerechtigkeit. Oh, eine Python. Hallo. Utopia-Aufseher. Das meine ich beim letzten Mal. Halt. Die kommt uns hinterher. Die wird uns... Pranav Antal wird uns wahrscheinlich rausziehen. Ich drehe der mal unseren Allerwertesten zu. Mal schauen, ob sie uns interdiktet. Pranav Antal. Jo, unabhängig. Okay, nee, sie kommt aber gleich vorbei. Mist, zu spät Gas gegeben. Ich krieg dich. Scheiße, ich habe echt gedacht, die ziehen uns raus. Mal schauen, ob wir die noch kriegen. Irgendwas ist hier im Weg. Ich glaube, ein Planet oder so ist nicht weit weg. Also wenn sie nach Sanus BC2 wollen, dann könnten wir sie noch kriegen. Die Geschwindigkeit muss mehr werden. Komm schon, zwei auf einen Streich. Das wäre das Beste. Punkte haben wir derzeit noch. Sollen ja noch ein bisschen mehr werden. Okay, jetzt bauen wir langsam erst Geschwindigkeit auf, ist aber ein bisschen wenig. Ja, komm schon. So. Ich wollte gerade sagen, es hat ein bisschen abgenommen, was die an Vorsprung hat, aber die hat immer noch deutlich mehr Geschwindigkeit drauf. Verdammt. Hol auf. Wird sie im Vergleich zu uns schon langsamer? Ich glaube ein bisschen. Ja, doch. Gleich müsste es zum Stillstand kommen und dann dürften wir aufholen. So, komm schon, komm schon. Okay, jetzt zählt. Jetzt müssen wir nur noch schnell genug rankommen, dass wir die beiden erwischen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie nah wir da ran müssen. Dadurch, dass wir wirklich so eine hohe Geschwindigkeit haben. Mit 100-facher Lichtgeschwindigkeit einfach mal jemanden rausziehen. Noch näher. Okay. Was ist die höchste Lichtgeschwindigkeit, die man im Spiel erreichen kann? 2000-fache? Oder noch mehr? Mal was von 2000 oder ein bisschen mehr gelesen zu haben. Yo, nice, da kriegen wir sie. Mussten gar nicht so sehr nah ran. Ich habe gedacht, locker so wenigstens 500 Lichtsekunden oder so. Abstand. Komm her, akzeptier's doch einfach. Macht uns beides einiges einfacher. So, da ist jetzt erst die Python da und anschließend, oder beziehungsweise gleich, müsste der Freund noch dazukommen. Obwohl jetzt hier gerade steht, dass sie allein unterwegs ist. Stand gerade noch die über dem Zweierwing. Verdammt.
gucken. Ah, guck mal, da kam gerade das andere Schiff rechts. Ich wollte gerade sagen, was hatten die da abgelassen? Aha, da ist er. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schiff ist. Das ist auf jeden Fall ein kleineres. Okay, Nummer 1, eine Cobra. Da steht jetzt auch da, dass die im Ding ist. Der Vorteil ist, bei zwei Schiffen auf einmal, dass wir nur einmal die 300er Strafe fürs Rausziehen bekommen, nicht für alle beide. Wobei es da auch nicht mehr wirklich drauf ankommt, ne? Wir haben ja schon einiges an Strafen hier eingesammelt. So, nice, das war's dann auch mit dir. Und das müssten dann theoretisch gleich mal 30 Punkte gewesen sein. Jawohl. Oh, ist das schön. Hat halt nur ein bisschen lang gedauert, jetzt da hinterher zu fliegen. Habe ich zu spät gecheckt, da ein bisschen Geschwindigkeit aufzubauen. So, jetzt sind wir hier aber im luftleeren Raum. Ganz weit weg von irgendwas. Das heißt, wir kriegen schnell eine Geschwindigkeit drauf, wenn wir es denn brauchen. Aber ich vermute auch mal, dass jetzt hier in der Nähe nicht unbedingt so ein paar Leute auftauchen. Das wäre echt schade. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Sprit aus? Haben wir noch genügend dabei? Hat er erwähnt, ich habe da nochmal zwei kleine Tanks dran gebaut. 12 Tonnen Treibstoff können wir mitnehmen. Sollte eine ganze Weile reichen. Jetzt ist alles arschweit weg, egal wo wir hin wollen. Oder wollen, könnten, würden, wie auch immer. Wir müssen ja nicht hier im System bleiben, wir können uns ja auch ein anderes einfach vornehmen, aber es läuft eigentlich gerade so gut. Ich fliege jetzt einfach mal in die Richtung, da wird schon irgendwann der ein oder andere auftauchen. Oh ja, guck mal, wir haben echt schnell Geschwindigkeit drauf. Die sind auch nicht so weit weg von der, die kontrollierten Systeme. Ha, hier ist Sanus. Namte. Glusheimer. Immer noch keiner, der angezeigt wird. Eine FSA-Sogwolke. Okay, wir kommen der Sache schon näher. Fliegt mit Absicht ein bisschen weiter unten. Keiner da. Hätte ich vielleicht wirklich nicht machen sollen, so weit weg. Oh doch. Da haben wir doch eine Igel. Fliegt auch vor uns her. Oh, die ist wieder so ewig weit weg. Aber wir nähern uns sehr, sehr schnell. Also, es wird schon irgendwie funktionieren. Was haben wir denn noch? Ein Python, die müssen auch alle hier vorne rumschwirren. Elsling-Wächter. Das ist doch die, genau. Das ist die Tochter unserer Chefin. Vielleicht können wir da was arrangieren, wenn wir uns gut anstellen, dass er sie uns mal vorstellt. Ein föderaler Kurier. Oh, ein Dreierwing. Das wäre auch, drückt die Daumen, dass das klappt. Drei auf einen Streich. Fast so gut wie der Typ mit den sieben Fliegen oder so. Komm schon, komm schon. Ich glaube, auf 200 Lichtsekunden müssen wir runter. Ich versuche das immer noch. Nein! Da werden wir selber abgefangen. Naja, vielleicht haben wir auch Glück, dass es mehr sind, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Jetzt hat dann so eine scheiß Igel rausgeholt. Mist, da hat man mal so einen Dreierwing. Hab ab mit deinen Splitter geschossen.
Was dabei? Ein Splittergeschoss und einen Strahlenlaser. Kannst du vergessen. Ja, ich kann auch boosten. Zack, hast du uns gerade alles versaut. Mann. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, wir müssten in die Richtung, oder? Das werden wir gleich sehen. War das eigentlich ein Gegner? Also ein richtiger? Hab ich jetzt nicht drauf geachtet? Ja. Sehr gut. Verdammt. Ah, das ärgert mich jetzt. Das wären drei gewesen. Die hätten wir fast bekommen. Hätte bestimmt nicht mehr viel gefehlt. Naja, unser Tag wird kommen, da packen wir auch mal die drei. Wenn das natürlich drei Kuriere gewesen wären. Oha. Das wäre nice. Noch eine Igel, taucht noch mehr auf. Wo fliegt denn die hin? Ja, wir können uns der erstmal nähern. Halt, ich muss mich erstmal... Achso, die kommt uns entgegen. Was ist los? Drei Diamondback-Erkunder. Systemwiderstand. Denton Patrol. Oder Patrois. Auch da muss ich nochmal gucken. Imperium. Ne. Scheiße. Ach, verdammt, das können wir nicht bringen. Da kriegen wir Minuspunkte höchstwahrscheinlich. Boah, du guck mal. Mal direkt wieder rausgeholt. Geil. Auch nicht schlecht. Da kommen die Verdienstpunkte zu uns, nicht wir zu den Verdienstpunkten. Aber schön zu sehen, dass dann doch öfter mal Dreiergeschwader unterwegs sind oder Zweier, wie wir das vorhin hatten. Weg mit dir. Zack. So, 310. 300 sind es. 310. 300 Punkte. Nice. So, komm schon jetzt aber. Wie viel Strafe haben wir mittlerweile? 165.000. Ja gut, das ist ja... Ist ja... Eigentlich ist ja nichts. Schlimm als erst, wir sind ja wirklich sehr gut verbündet bei der Föderation. Wenn sie uns gar nicht mehr leiden können, wenn da rechts oben feindselig steht, wo der kleine rote Pfeil nach unten geht. Oh, eine ASP. Kommt uns entgegen. Okay, wenn sie uns entgegenkommt, warte ich mal. Vielleicht kommt noch mehr. Kommt nicht mehr. Pass auf, wenn ich da jetzt hinfliege, dann kommt mehr. Na gut, machen wir mal. Düsen wir da mal entgegen. Bewegt die sich nicht, oder was? Ein bisschen abbremsen. Die kommt aus dem Ellenring raus. Die braucht mehr Geschwindigkeit wahrscheinlich. Und weg damit. Schade, dass die drei Diamondback-Aufklärer vorhin auch zu einer imperialen Macht gezählt haben. Aber dadurch lernen wir die anderen auch alle mal kennen, weil ich dann immer mal nachschauen muss, zu wem die gehören und überhaupt kennen die ja nicht weiter. Wir nehmen uns hier einfach wie die Axt im Wald. Bums, da wird nicht lang gezögert. Ach guck mal, die lässt was fallen. Da schauen wir uns gleich mal an, da muss ich dran denken. Wenn wir sie kaputt gemacht haben.
lässt du da fallen? Bums. Ich direkt erstmal dagegen geflogen. Liberales Föderiertenpaket. Aha. Ja. Das könnten wir natürlich nicht verkaufen. Beziehungsweise haben wir davon nichts. Weil das wahrscheinlich solche Korruptionspläne oder irgendwas sind, die wir da bei unserer Macht handeln könnten. Also auch um die Punkte zu sammeln. Wir hätten halt in der Station, wo ich jetzt immer mal war, die niemandem angehört, da hätten wir halt einen Schwarzmarkt und könnten so ein Zeug locker verkaufen, wenn wir hier irgendwas Illegales bergen. Keine Kontakte in Reichweite. Das wird sich immer direkt wieder erneuern. Geht immer wieder auf 7 Tage hoch, solange wie wir hier. Oh, eine Vulture. Solange wie wir hier Mist bauen. Systemwiderstand? Ja. Müsste funktionieren. Halt. War das der, den wir nicht? Ja, den dürfen wir nicht. Schade. Keiner weiter, doch hier ein Transporter. Jawohl. Auch wieder einer der Gegner. Aber auch wieder alleine unterwegs. Wir können ja noch mal kurz warten. Vielleicht kommen ja noch ein paar dazu. Was machen die denn? Nähert er sich dem Ellenring an? Ne, der fliegt eigentlich weg. Der steht zu uns. Immer noch eine Cobra. Die ist hinter uns. Die kommt auf uns zugerast wie so ein Amokflieger. Da ist sie hinter uns. Guck mal, die dreht sich jetzt und die wird uns gleich abfangen. Komm, das machen wir. Da geht schneller. Oder? Jawohl. Tatsächlich. Ich gehe kaputt. Ja, mache ich mit. Kein Problem. Hat die Sache halt schnell ein Ende für dich. Weil wenn wir die jetzt rausgeholt hätten oder irgendjemand anders, hätte es wieder länger gedauert. So. Komm her. Obwohl wir, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir die beiden Schiffe hier an dieser Allen-Station, oder wie es heißt, gesehen haben, könnten wir ja eigentlich dort parken, mehr oder weniger, oder so ein bisschen rumkreisen und dann einfach die ganzen Leute, die da rein oder raus wollen, abfangen. So, das war eine ganz schnelle Geschichte eben. Oder der Ellenring war das, genau. Fliegt da mal ran. Oh, da ist schon jemand. Ein Howler und eine Sidewinder. Oh, im Wing. Jawohl. Holen wir uns. Dahinter. Kleine Kurve geflogen. Ja, nice. Ah, das ist immer sehr befriedigend, wenn das gleich zwei dann sind. Muss man sich die Mühe mit dem Abfangen nur einmal machen und halt dann mit dem wieder reinspringen in den Supercruise auch bloß einmal. Noch geiler wäre natürlich ein Dreier oder ein Vierer Geschwader. Es gibt glaube ich sogar noch mehr, oder? Wir hatten doch mal irgendwann NPC Geschwader mit, waren das 5 oder 6 sogar gesehen. Also 5er auf jeden Fall. Ja, unser Schiffchen erleidet ein bisschen Schaden. Dadurch, dass wir hier immer wieder die Leute rausziehen und es wuselt und wurschtelt uns hier ganz schön durch.
da rechts ist die Sidewinder. Das ist die wahrscheinlich, die uns auch angezeigt wurde in den Kontakten. Gehören wahrscheinlich zusammen. Komm her. Ist ja gerade ein bisschen doof geflogen. Ha! So, wie sieht's denn aus? 360? Ach komm, wir machen noch ein bisschen. Sonst müsste ich nämlich nach dieser Folge schon zurück und die Anaconda nachholen. Für die Freitagsfolge. Hatte ich ja angesprochen. Das werden wir so machen. So. Das ist echt keine schlechte Idee hier. Einfach warten und die kommen dann schon raus. Ich glaube gerade die Kuriere oder die Aufklärer, wie wir das jetzt schon mal gesehen hatten, die sind öfter zusammen unterwegs. Ich habe immer mal, ich weiß nicht, ob das am Spiel liegt. Kann mir das vielleicht jemand bestätigen oder nicht bestätigen? Wie auch immer. Wenn ich hier links rüber ins Menü will, oder überhaupt die ganzen Menüpunkte, manchmal muss ich zweimal klicken oder drücken, dass sich was tut. Entweder es liegt tatsächlich an der Tastatur, dass ich da aus Versehen mal, oh, ein Typ 9 Transporter, Kaffee drüber geschüttet hatte, beziehungsweise da ist mir mal drüber ausgelaufen, aber ich habe da nie Probleme gehabt. Wo ist denn da vorne und wo ist denn da hinten bei dem Ding? So, ich glaube, wir müssen hier runter. Verdammt. Waren wir eindeutig zu schnell. Eine Cobra unterwegs. Könnte sein, dass die uns wieder ans Leder will. Boah, das ruckelt gerade so. Ich weiß überhaupt nicht warum. Ich mache gar nichts im Hintergrund. Komisch. Ruckelt gerade so ganz eigenartig. Seht ihr das? Naja. Gut, komm schon, lass uns den noch rausholen. So fetten Typ 9 Transporter wegballern. Hydron, föderales Abwurfschiff ist ja auch unterwegs. Vielleicht zieht uns einer von denen raus. Das könnte auch gut sein, dass wir da gleich selber rausgezogen werden. Die sind hinter uns alle. Weiß aber nicht, in welche Richtung die fliegen. Die werden uns wahrscheinlich verfolgen und auch einfach bloß warten, bis sie nah genug dran sind. Ach komm jetzt her, du Scheiß-Transporter. Ich weiß gar nicht, warum die Frames so rumspinnen. So, jetzt nähern wir uns wieder. Hoffentlich reicht's noch. So, es müsste gleich gehen. Komm schon, jawohl. Ganz schnell, bevor uns jemand anders abfängt. Ja, wenn das mit dem Ruckel nicht weggeht, dann muss ich gleich erstmal trotzdem die Aufnahme beenden und schauen, woran das liegt. Boah. Verdammt. Ah. Komm. Ja. Da hat ja genug Plätze, da können wir auch so mal so Frachtscanner so ein Zeug mit einbauen. Vielleicht können wir damit ein bisschen was anstellen. Aber meine Waffen ausfahren können. Ja, da steht ja nur so. Jetzt legt er los. Vielleicht hat er noch kurz um Hilfe gefunkt. Ja, auch hier drin ruckelt es gerade. Sorry, danach muss ich beenden. Ja.
Nochmal eine schöne Explosion zum Schluss. 375 Punkte insgesamt. Wunderbar, sieht sehr gut aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich muss mich jetzt erstmal darum kümmern, warum das hier gerade so abkackt. Die Frames springen zwischen 60, 30 und 40 und 50. Alles sinnlos hin und her. Ohne erkennbaren Grund, selbst jetzt gerade. 51, 60, 51. Keine Ahnung. Gut, bedanke mich fürs Zusehen. War eine recht erfolgreiche Folge. Bis zum nächsten Mal und haut rein.